Ja, liebe Ilka, ich freue mich, dass wir unseren Espresso heute zusammen trinken und unser Gespräch führen. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über dich, über dein Wirken, über deine Rolle als Lehrtrainerin hier im ISB sprechen. Und ich habe mir natürlich auch bei dir Gedanken gemacht, mit was verbinde ich dich? Und ich verbinde dich so mit Blick auch auf die Lehrtrainerrolle hier sehr mit dem Thema und mit dem Fokus Teamentwicklung. Und ich habe so das Bild, dass du, wenn du mit Teamentwicklungssettings arbeitest, und es auch lehrst bei uns, sowohl die Perspektive aufs Individuum als auch auf die Gruppe so in deiner Arbeit im Fokus hast. Und das sind so die Dinge, die ich mit dir verbinde. Findest du dich in dieser Charakterisierung? Ja, erstmal danke für die Einladung und ja, spannend. Ich habe mich gefragt, was du als Start wählen würdest und finde es gerade interessant zu hören, womit du mich da verbindest. Und Teamentwicklung und die Menschen in Teams sind definitiv ein Thema, was mich bewegt und gerade auch, wie Menschen in Teams, in Organisationen wirksam sein können. Und ich würde es immer ergänzen um den Organisationsentwicklungsaspekt, der für mich zwangsläufig dazu gehört. Ich würde nie nur Teamentwicklungen im Fokus haben, sondern das ist so das fast noch größere Herz, was bei mir schlägt neben dem Teamthema. Ja, das passt ganz gut zu einer weiteren Frage, die ich mitgebracht habe, nämlich so auf der einen Seite geht es ja um Organisationsentwicklung, wie du es gerade gesagt hast, und das andere ist ja das Entwickeln von Individuen, wie sie sich entwickeln, wie sie sich in ihrer Rolle entwickeln. Und da interessiert mich, mit welchem Bild bist du da unterwegs? Was charakterisiert so deine Arbeit in der Organisation, an der Organisation und mit Einzelnen? Ja, ich glaube, es ist genau diese Wechselwirkung, die du da gerade beschreibst, dass ich das Gefühl habe, es braucht die Menschen in ihrer eigenen Art und in ihrer Wirksamkeit und es ist wichtig, sie in ihrer Wirksamkeit zu bestärken oder überhaupt erst zu befähigen, ihnen Raum dafür zu schaffen. Und das Raumschaffen ist eigentlich schon wieder das, was in der Organisationsentwicklung oder bei der Arbeit mit Teams passiert, dass es einen Rahmen gibt, dass es Strukturen gibt, die die Menschen selber mitgestalten können. Und ich helfe ihnen dabei, da gute Wege zu finden, daran zu arbeiten, sodass sie sich zeigen können und dass darüber die Organisationen eben ihrem Daseinszweck entsprechen können, was immer auch ihr Thema ist. Was sind so typische Beispiele, in denen du arbeitest, in denen du wirksam wirst? Ich bin viel unterwegs im eher großen Mittelstand, mittlerer bis großer Mittelstand, gerne im ländlicheren Raum, manchmal auch im Konzernumfeld und gleichzeitig gerade der klassische Mittelstand hat es mir angetan seit ein paar Jahren. Und es geht oft um die Frage, wie können diese doch sehr klassisch geprägten Unternehmen häufig gut weiter wachsen, weil die natürlich auch in der Entwicklung drinstecken, die gerade überall passiert. Dinge werden selbstbestimmter, agiler und sie sind häufig an einem ganz anderen Punkt in ihrer eigenen Entwicklung. Und dieses Spannungsfeld aus, wir wollen Dinge anders machen, das finden wir interessant, wir wollen uns auch bewegen oder haben Mitarbeiter, die das fordern. Es gibt so beide Richtungen. Und wie kann das gelingen, wenn wir da im Moment eigentlich gar nicht sind? Was davon passt zu uns, diese Passung und Stimmigkeit, das ist das, was in meinen Beratungsprojekten häufig im Fokus steht. Ist vielleicht auch ein schöner Brückenschlag zu deiner Wirkung hier als Lehrtrainerin. Was prägt es hier? Was sind so die besonderen Momente, die man mit der Ilka kriegt hier in den Curricula? Meine Themen sind einmal Teamentwicklung und einmal Organisationsentwicklung für die Young Professionals. Und das ist eine Zielgruppe, die mir am Herzen liegt. Das sind Menschen, die relativ am Anfang in ihrer beruflichen Laufbahn stehen, manchmal auch schon ein paar Jahre Erfahrung haben und bei denen so wahnsinnig viel in Bewegung ist, die sich entwickeln wollen und die sich dann mit diesen Themen auseinandersetzen. Und was sie von mir bekommen, ist, so hoffe ich und so bekomme ich das Feedback, ein Raum, in dem sie sein dürfen, in dem sie wachsen können, in dem sie sich ausprobieren, professionalisieren. Und ich gestalte ihnen eine Bühne, auf der genau das stattfinden kann. Ja. Mal auf dich geguckt, was waren denn deine eigenen Lernwege? Was gibt es da so für Meilensteine? Ja, viele. Ich versuche mal so die wichtigsten vielleicht rauszugreifen, die mich hergeführt haben auch. Und einer ist sicherlich, dass ich von Haus aus Geisteswissenschaftlerin bin und gar nicht aus dem Psychologen-Wirtschaftsumfeld komme. Und weil ich gleichzeitig in die Richtung wollte, in ganz vielen verschiedenen Richtungen in der Praxis Erfahrung gesammelt habe über Jobs und Praktika.
und dadurch quasi diese vielfältigen Perspektiven die Grundlage waren, bevor ich am ISB dann selber die Ausbildung damals gemacht habe, über 2 Jahre. Und so hat sich das eigentlich fortgeführt, dass ich an verschiedenen Stationen immer wieder von verschiedensten spannenden Menschen lernen durfte in der Praxis, ganz viele verschiedene Trainer, Berater, Projekte sehen durfte und dann wie mein eigenes Paket draus geschnürt habe über die Jahre. Jetzt hast du ja eh die Young Professionals hier im Curriculum, in deinem Zusammenspiel mit den anderen Lehrtrainerinnen und Lehrtrainern. Was gibst du den jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg, wenn sie so noch am Anfang ihrer Professionsentwicklung, ihres beruflichen Weges stehen? Ich erlebe sie an unterschiedlichen Punkten in ihrer Entwicklung und das, was ich ihnen mitgebe, ist dann auch unterschiedlich. Ich habe bei denen, die so ganz am Anfang stehen, das Gefühl, es hilft, ein bisschen Orientierung erstmal zu geben. Wo kannst du anfangen bei diesem wahnsinnig weiten Feld, was Beratung sein kann? Erstmal ein bisschen Werkzeug an die Hand geben und relativ viel auch im Sparring zu sein, was könnte für dich gerade stimmig sein als Weg hinein in diese Welt. Und je länger sie dann dabei sind, desto klarer werden dann vielleicht gewisse einzelne Punkte, an denen sie gerade stehen. Und wo ich ihnen häufig mitgebe, dass es auch okay ist, dass Dinge Zeit brauchen zu wachsen, dass sie selber werden dürfen und dass sie nicht werden müssen wie irgendwer anders. Die anderen gibt es alle schon. In die Zukunft geschaut, von heute in 10 Jahren, wo stehen wir mit der Profession Beratung, Coaching, Organisationsentwicklung, Transformation? Was sind da deine Gedanken? Also eine spannende Frage im Moment, finde ich, ist die Frage, was macht künstliche Intelligenz mit unserer Profession? Wie wird das in Zukunft zusammenwirken? Weil ich sehr glaube, dass es kein Entweder-Oder sein wird, sondern das wird immer weiter zusammenwachsen. Von daher finde ich gerade die ISB-Aktivitäten in die Richtung sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es wird auch immer weiter sich zeigen, wie können wir die Gesamtgesellschaft auf dem Weg, auf dem wir sind, begleiten durch das, was wir tun. Sei es jetzt den Umgang mit großen Krisen unserer Zeit oder mit gesellschaftlichen Entwicklungen, wo es so unterschiedliche Blasen auch gibt. Ich glaube, dass wir da in 10 Jahren auch einen guten Schritt weiter sein werden, das noch besser zu vernetzen wieder und eben diese starke Trennung zu verringern. Ja. Vielen Dank für unser Gespräch. Sehr gerne.